In diesem Video zeige ich Ihnen die Grundgebärde des U und wie Sie seine Kraft in sich entdecken können. Jede Parallele, die so schmal ist wie der Körper und vom Herzraum aus eine Verbindung schafft zum weit entfernten Ziel, ist ein U. Wichtig ist, dass Sie einerseits den Körper spüren und den Strom vom Herzen. Gehen wir jetzt durch die einzelnen Schritte beim Bilden der U-Gebärde. Stellen Sie sich aufrecht hin, spüren Sie in Ihren Körper, bis er sich angenehm, getragen und leicht anfühlt und von selbst gerade wird. Das Gewicht ist eher auf den Ballen als auf den Fersen. Bringen Sie im ersten Schritt die Hände vor das Herz und schicken Sie sie mit der Energie des Herzens nach vorne, bis die Arme fast gestreckt sind. Jetzt bleiben die Arme weiterhin vom Strom getragen, aber sie gehen ins Herz zurück und durchstrahlen jetzt vom Herz aus die Arme von innen her, bis diese Wirkung weit über die Hände hinausgeht. Wie haben Sie dieses Durchstrahlen der Arme vom Herzen aus gemacht? Die Arme laufen ja parallel am Herzen vorbei. Und streng genommen können wir, zumindest wenn wir das Herz punktuell erleben, gar nicht da hineinstrahlen. Es geht nur, wenn Sie Ihr Herz erst weiten, dass Sie ein ganz großes Herz bekommen. Und in diesem großen Herz dann in diesem Herzraum nach hinten spüren. Und dann können Sie von Ihrem großen Herz, von diesen Stellen weit hinten, die Arme durchstrahlen. Versuchen Sie das mal noch einmal, dass Sie die Hände strömend hinausschicken, zum Herzen zurückgehen, das Herz ganz groß machen, das Herz im Hinterraum auch erleben und dann von dort immer noch das ganze Herz spürend die Arme durchstrahlen. Finden Sie das auch so erstaunlich wie ich, dass wenn Sie das U vom Herzen aus bilden und vom großen Herzen aus durchstrahlen, dass Sie das ziemlich genau in der Vertikalen zentriert und aufrichtet und nicht wie beim A, wenn Sie den Gegenstrom spüren, es Sie nach hinten neigt und erst die Reaktion darauf den Körper gerade richtet, oder beim O unwillkürlich es Sie nach vorne neigt und erst wenn Sie diesen stabilisierenden Strom aufrufen, Sie in dieser Fülle gerade werden. Beim U gehört die Vertikale zum Prinzip. Das hat damit zu tun, dass Sie beim Bilden des Us Ihr Bewusstsein vom Herz aus in den großen umgebenden Raum weiten
und von dort her das U durchstrahlen. Wenn dann der Gegenstrom eben aus dem großen Raum zurückkommt, dann sind das gleichwertige Ströme, die sich die Waage halten können und sie nicht nach vorne und nach hinten ziehen, sondern eben vertikal stellen. Probieren Sie diese Unterschiede doch nochmal aus. Erst das U. Durchstrahlen, Gegenstrom spüren, zum Durchstrahlen zentriert werden. Das A bilden, durchstrahlen, den Gegenstrom spüren, reagieren. Das O bilden, durchstrahlen und aktiv die Mitte suchen. Um uns die Grundgebärde des U näher zu bringen, haben wir es auf der Herzebene gebildet. Sie können das U aber genauso gut vom Herzen mit demselben Prinzip nach unten bilden, das Herz weiten, durchstrahlen und in der Vertikalen zentriert werden und groß werden. Und Sie können das U nach oben bilden, durchstrahlen und verwurzelt werden. In anderen Videos zeige ich Ihnen, dass das U auch aus anderen Prinzipien gebildet werden kann. In dem Video das I im U zum Beispiel, das durch sachtes Zusammenziehen des Körpers die Arme diesem folgen und sich an den Körper anlegen und die Qualität des U entsteht und gleichzeitig die innere Durchstrahltheit. Das können Sie unten machen, aber auch oben, wenn Sie den Körper zusammenziehen. Und es ist auch so, dass Sie letztendlich die Arme gar nicht brauchen, sondern nur schon, wenn Sie Ihre Aura zusammenziehen, spüren Sie die formende Kraft des Us und können sagen, jetzt stehe ich im U.